Wo wir gerade bei der militärischen Ausrüstung sind, Herr Margot, müssen wir unbedingt auch noch mal über Polen sprechen. Denn gestern war es ein ziemlicher Aufreger, die Äußerung von dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, dass man keine weiteren Waffen an die Ukraine liefern wollen. Nun hat man das in Teilen noch mal etwas eingefangen, zumindest eben gesagt, man liefert schon, aber eben auch nur das, was man schon zugesagt hat. Heißt das, auf lange Sicht wird Polen diese Unterstützung einstellen? Und was bedeutet das dann für die Ukraine? Ja, es waren schon sehr widersprüchliche Töne, die man da aus Warschau gehört hat. Und ich denke, Ministerpräsident Morawiecki hat das absichtlich so missverständlich ausgedrückt. Es werden am 15. Oktober in Polen Parlamentswahlen stattfinden. Die regierende PiS ist von rechts unter Druck durch eine nationalistische Ukraine-kritische Partei. Und ich denke, Morawiecki hat diese Aussage getroffen, um für die Peace Stimmen aus diesem Lager noch zu gewinnen. Denn für die Peace steht schon die Regierungsmehrheit auf dem Spiel nach diesen Wahlen. Und ich denke, diese Äußerungen muss man vor allem vor dem Hintergrund dieses dieses Parlamentswahlkampfes sehen. Dazu ist natürlich auch gekommen, dass die Ukraine recht schrill auf das von Polen verhängte Kreideimportverbot reagiert hat. Polen vor der Welthandelsorganisation klagen möchte. Das hat man in Polen im stolzen Polen nicht gerne gehört. Ich glaube aber, nach den Wahlen wird sich das wieder beruhigen und diese große dramatische Ankündigung wird dann in der Praxis nicht umgesetzt werden.